Moin zusammen, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Wundert euch nicht, ich weiß nicht, wie gut die Kameraqualität hier ist. Ich filme das gerade mit meinem iPhone. Auf jeden Fall wollte ich euch mal ein Status-Update geben von meinem E46-Projekt. Ihr wisst ja, ich habe mal vor 3-4 Wochen, glaube ich, ein Video hochgeladen von meinem E46, den ich halt im Winter fahren möchte. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht mehr ganz so viel weitergemacht, weil das Problem war, mein Vater ist auf der Hebebühne. Und ja, da muss halt ein bisschen was auf der Hebebühne gemacht werden. Aber jetzt in den nächsten 1-2 Wochen geht es auf jeden Fall richtig kräftig los, weil der muss fertig werden, weil ich kann meinen Mustang nicht mehr lang fahren. Es wird jetzt, wie gesagt, Winter. Es hat schon vorgestern, glaube ich, mal gefroren und so. Deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall hardcore loslegen. Und ja, das Übrige habe ich hier eben erstmal von Google AdSense so einen Brief gekriegt. Da steht irgendwie drauf, enthält wichtige Dokumente. Werde ich auf jeden Fall nachher mal aufmachen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Richtlinien oder so, keine Ahnung, weil ich halt jetzt mittlerweile monetarisiert wurde und halt vielleicht ein bisschen Geld dafür verdiene. Ich weiß es aber nicht genau, keine Ahnung, mal schauen. Und ja, ihr könnt ja immer mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr da drauf Bock habt, auf dieses Projekt, dass ich euch da irgendwie mitnehme oder was auch immer. Und ja, immer mit einem Daumen nach oben und ein Abo am besten da lassen, weil das motiviert mich dann. Da habe ich mehr Bock drauf, Videos zu machen. Hatte mir ja damals dann neue Scheinwerfer bestellt, so Heckspoilerlippe und was auch immer. Und ja, Scheinwerfer habe ich halt schon gewechselt, aber Heckspoilerlippe und Seitenblinker und so weiter, das mache ich halt erst, wenn das Auto komplett fertig ist. Da muss halt jetzt noch die Hinterachse gewechselt werden und hinten muss noch so ein Seitenblech reingeschweißt werden. Ist halt noch ein bisschen Arbeit, aber es kostet halt nichts, weil ich hatte die Teile halt alle dazu bekommen gehabt und das Auto hatte halt nur 500 Euro gekostet, von daher ist es nicht so tragisch. Kostet halt wie gesagt nur Zeit, aber kein Geld mehr und dann geht es halt zum TÜV und dann sollte er eigentlich fahrbereit sein. Ganz am Ende wird er dann noch foliert, aber das mache ich halt erst, wenn er fertig ist komplett. Ich zeige jetzt erstmal ganz kurz das Auto, wie weit er zurzeit ist, was noch gemacht werden muss. Dann zeige ich euch mal ganz kurz meine 17 Zoll BBS Felgen, die da für den Winter draufkommen. Ich denke mal 17 Zoll für den Winter sollten reichen. Übrigens, hier haben wir noch einen schönen E30 am Start. Wie gesagt, ist halt ein E46 328. Finde ich im Winter mega geil. Ich hatte damals schon mal so einen gehabt, einen E46 328. Kam ich im Winter mega gut zurecht. Und gerade wenn der dann später fertig ist mit den Felgen und foliert, sieht er eigentlich mega geil aus. Ich hoffe ja, dass die Qualität so gut ist, weil wie gesagt, ich fülle es mit dem Handy. Das ist aber der E46. Wie gesagt, ihr seht es ja, hatte ich auch schon im letzten Video gezeigt. Der hat hier die M-Paket-Stoßstange schon mit drauf. Aber wie gesagt, der wird danach noch komplett foliert und so weiter. Deswegen Farbunterschied ist erstmal egal. Aber hat halt hier jetzt neue Scheinwerfer drin mit Angel Eyes. Muss sagen, diese Blinker, die waren halt bei dem Set dabei. Gefallen mir persönlich nicht so. Vielleicht werde ich den noch wechseln. Aber an sich war das Set echt in Ordnung. Und an sich gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich habe halt hier seitlich die Airbags gewechselt. Ich habe hier oben den Airbag gewechselt, weil der halt kaputt war. Und das hier ist halt der Heckschaden. Das seht ihr hier jetzt. Hatte ich das letzte Mal gar nicht gezeigt. Die Felgen und so weiter kommen eh runter. Wie gesagt, hier dieses Blech, was hier hinkommt, das ist halt komplett da. Also das habe ich schon da. Und hier liegt noch die Hinterachse. Die wird halt auch komplett versiegelt vorher, bevor sie eingebaut wird, dass er halt so aussieht wie neu und dass er halt richtig schön geschützt ist. Und dann wird sie halt eingebaut, weil die hatte halt wohl was abgekriegt. Und ja, ist halt wie gesagt ein bisschen Arbeit. So, jetzt muss ich erstmal hier eine Scheune ein bisschen hochklettern und dann zeige ich euch erstmal die Felgen gleich. So, hier liegen einige Felgen gerade rum. Das hier sind aber die Felgen, die ich jetzt meinte. Es ist halt jetzt relativ dunkel, gerade mit dem Handy. Aber das sind halt 4 17 Zoll BBS Felgen. Waren, glaube ich, sogar original die von dem Auto. Sehen eigentlich ziemlich geil aus. Müssen halt auch mal aufgefrischt werden. Da oben haben sie so ein bisschen Schrammen. Ich überlege halt, ob ich die vielleicht komplett lackiere, dass sie halt einfach wieder aussehen wie neu. Vielleicht sogar auch in schwarz. Aber an sich finde ich sie mega geil. Da werden halt neue Winterreifen draufgezogen und dann geht das fit. So, das soll es auch eigentlich wieder von dem kurzen Video gewesen sein. Wie gesagt, ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen, wie weit ich jetzt bin, was ich noch machen muss. Dies, das, schreibt einfach mal gerne immer was unten in die Kommentare. Schreibt mal unten in die Kommentare, was für ein Auto ihr fahrt. Wie gesagt, ich habe halt dann den Mustang und den E46. Hab noch eine 600er Ninja, also ein Motorrad. Und ja, wie gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare. Ich werde jetzt hier erstmal meinen AdSense-Schein aufmachen und werde das Video dann schneiden und hochladen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal.